Und weiter geht's mit einem neuen Video hier von der Tunguska. Und zwar gehen wir heute mal extrem auf Köderfische. Also, legen wir los hier mit den kleinen Köfis. Ihr seht wahrscheinlich schon genau, wo ich hier stehe. So ein bisschen an der Ecke 98 von den Koordinaten, wo auch die Sandfeld hier mal eine Zeit lang ging. Und hier vorne kann man hervorragend mit winzig kleiner Montage winzig kleine Fische rausziehen. Bachschmerlen, ganz selten mal so ein Kaulbarsch, jede Menge Seeelritzen. Und die Brocken, die ziehen wir dann hier an der Stelle raus, verarbeiten sie dann zu kleinen Köderfischen. Und was wir dann damit rausziehen, das gucken wir dann halt beim nächsten Mal. Aber erstmal brauchen wir natürlich hier diese Bachschmerlen und sowas alles. Und die ziehe ich seit... Oh, das war schon fast zu weit. Die ziehe ich seit... eigentlich seit dem letzten Tag. Das habe ich hier gerade eine halbe Stunde gechillt. Aber die letzte Nacht hindurch hatte ich komplett die Köfis rausgezogen. Ich werfe mal hier vorne so hin. Erkläre ich auch gleich warum. Und dann zeige ich hier nochmal eben die Montage komplett. Ich habe hier Winkelpickerruten mit einer ganz leichten Spitze, 7 Gramm. Und habe dann hier einen 24er Hook und Zuckmückenlarve auf dem 2-2er Vorfach. Also dementsprechend die Bremse schön weit unten. Und dann werfe ich die ganz leichten Bleie, 20 Gramm Bleie, mit so ungefähr 20% knapp hier hinter den Stein. Und das Ganze funktioniert dann eben auch gänzlich ohne Sound, wenn man irgendwie keinen Bock hat, die ganze Zeit das Gebimmel zu hören. Denn man sieht auf der 3, auch wenn man nicht so richtig nah ranzoomt, man sieht einfach, irgendwann haut die Schnur ab. Zack, und dann ist da auch ein Fisch dran. Seeelritze und so stand ich hier gerade. Kurz vorm Einwerfen einmal kurz linke Maustaste, ein bisschen ein, also kurz bevor der Köder im Wasser ist, nochmal einmal kurz kurbeln. Und dann, dann ist die Schnur auch sofort straff, wenn sie unten ankommt. Oder halt im Nachhinein eben kurz anziehen, nachstraffen. So, zack. Der ist auf jeden Fall dran. Dann nehmen wir den mit. Gerade bei den ganz kleinen Fischis hier immer wieder nervig, ist da jetzt wirklich einer dran oder nicht. Und jetzt hier so mit der Strömung und mit der gespannten Schnur ist halt immer ein ganz gutes Zeichen, wenn da was abgeht. Dann knickt die Schnur ein, schwimmt hier runter, der Fisch ist damit dran und gut ist. Zack, da haben wir es hier auf der 1 und auf der 3. 16 Gramm. Die Köfis bringen so gut wie kein Silber. Die bringen so gut wie kein Silber. Leider nicht. Ich komme jetzt auf der 3, hat es gerade schon gebimmelt. Ja. 22 Gramm. Ich hatte gerade mal geschaut, da hatte ich jetzt über 50 Stück. Das waren keine 30 Silber. Eine Bachschmerle, leider ein bisschen zu groß. So, ein bisschen ranziehen, zapp, zapp. Da ist auf der 1 schon wieder was. Ja, und dann so einfach hier in großen Mengen rauskloppen, ne? Das ist ja hier... Es ist ja auch nicht weit. Ich kann das gleich mal versuchen zu klippen. Aber ihr wisst ja, ich klippe so gut wie nie. Gerade nicht für sowas hier. Ich suche mir dann einfach irgendwo einen Punkt aus, wo ich hinwerfen will. In dem Fall ist es jetzt hier... Ist es halt hier knapp hinter den Stein. So, zack. Einmal kurz gekurbelt. So. Und dann lübt das schon. Zack, die nächste. Oh. Eine
Ostbrasser hatte ich dran. Aber wirklich nur eine kleine. Die machen dann natürlich Theater hier. Gerade mit so einer feinen Montage. Aber ansonsten keine Fehlbisse oder keine falschen Fische, die einem hier wirklich Stress machen würden. Alles entspannte kleine Fischis. Und das Wichtigste, viele, viele Köderfische auch noch mit dabei. So. Ja, wir können ja noch mal eben gucken jetzt hier von der Zeit. Das waren jetzt hier gerade nach der Pause in 3 Minuten. Na? 6, 9 Fische jetzt. Also es geht schon ratzfatz. 1, 2, 3, 4, 5 Stück in einer Minute. Ist schon gut. Ist schon gut. Kann man durchziehen hier, wenn man das mal eine Stunde macht, hat man mit Sicherheit einige Köderfische zusammen. Oder man sagt, oh, ich habe auf die Nacht keinen Bock. In der Nacht funktioniert es genauso. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass die Bachschmerle tagsüber funktioniert oder ein bisschen besser funktioniert. Aber ansonsten, ich glaube, es geht überall was dran. Bachschmerlen sollen auch oben auf G3 funktionieren. Hat er einen Resubbed? Dankeschön. Abgefahren. Der Bot ist noch eingestellt. G3, die Bachschmerle, genau. Abgefahren. Ja. Und da war sie auch. Aber auch hier funktionieren, ne? Also ich hatte jetzt hier mehrere dran mit 22 Gramm. Also alles genau in Köderfischgröße. Bei den Größen halt immer genau darauf achten. Köderfisch, aber es wird ja alles schön angezeigt hier. Bachschmerle zwischen 20 und 25 Gramm. Ja, da sind jetzt eine Handvoll dabei. Gar nicht verkehrt. Da sind wir jetzt bei 7 Stück. Und wenn man jetzt mal eben schaut, von den Gefangenen. Ja, das passt doch. 9, 10, 11. 7 von 11, die im maßigen Bereich sind. Voll okay also. Voll okay bei den Bachschmerlen. Bei den Seeelritzen ist es da ein bisschen ein schlechteres Verhältnis. Gucken wir nochmal eben rein. Da bimmelt es heiter weiter. Seeelritzen. Deutlich weniger hier. Deutlich weniger. 25 bis 30 Gramm. Ziemlich kleines Gap. Ziemlich kleine Lücke für die Köderfische. Ziemlich kleine Lücke, wo die genau reinpassen müssen. Weil sie eben auch deutlich kleiner und deutlich größer werden können. Als 25 bis 30 Gramm. Aber ich sag mal, dafür beißen die natürlich auch um ein Vielfaches schneller. Und mehr. Ab und zu auch mal eine sibirische Groppe hier dran. Die sind gar nicht so ganz verkehrt mit dem Silber. Also wenn ihr da mal einen Spot habt für die Groppen, auch ruhig mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich kann mir vorstellen, wenn die in der Frequenz hier laufen, kann man sich da glaube ich auch mal so eine Stunde hinstellen. So entspannt ob das hier auf Stippe ist, aber schön auf die Winkelpicker und dann Groppen kloppen. Perfekt, 16 Uhr und weiter geht's hier. Siehste, zu früh. Da ist die Schnur noch nicht weggeschwommen. Also, schön drauf warten, dass die Schnur wegschwimmt. Spannen. Und dann einfach gucken, sobald die Schnur hier einklappt. Dann ist der Fisch auch dran. Zack, auf der 3.
kurz drüber geworfen. Jetzt habe ich immer noch nicht geklippt, aber ihr seht das ja. Das verdammte Klippen, Alter. Hat sie da 10 Meter, 15 Meter. Wahrscheinlich alles richtig. Zap. Und auf A2 direkt noch hinterher. Jawohl. Ja, und so weiter und so weiter. Die große Frage ist, was kriegt man alles auf die kleinen Köfis? Und wie gesagt, das müssen wir auf jeden Fall jetzt demnächst noch ausprobieren. Das heißt, erstmal schön viele Köfis produzieren. Ich habe gestern Abend schon ein bisschen probiert mit der Bachschmerle von hier oben, so zwischen die Steine. Hier liegen ja ein paar Felsen. Zwischen die Steine und hier ab ins 19er rein, beziehungsweise ich glaube hier ist das eher, ne? Genau, hier so rein. Und es sind Seesaiblinge bisher dran gegangen. Mein großes Ziel wäre so ein Driagin auf Köderfisch. Das wäre schon geil. Seesaibling mit, ich glaube, 7 Kilo war da dran. Auch nicht verkehrt. Auf der Bachschmerle. Und es läuft und läuft und läuft. Ja, und was hier so alles im Hauptstrom dran geht. Vielleicht sogar die Sterlets oder sowas, ob die sowas fressen. Mit Sicherheit auch ein paar Barsche. die gehen bestimmt auch drauf. Aber das werden wir schön in den nächsten Tagen hier nochmal ausprobieren. So. Fleißig kleine Fischis kloppen. Ihr seht, es sind jede Menge kleine Fischis drin, jede Menge machbar. Das war so die erste Nacht. Dann war das jetzt hier quasi die Zeit im Video. Hier haben wir es. Genau, in 10 Minuten. Hier haben wir 6, 12, 18, 24 Fischis sozusagen in der kurzen Zeit jetzt hier vom Video. Zieht ein paar Brocken raus. Wenn ihr ein paar Spots habt, wo geile Fische auf Köfi gehen, einfach mal ruhig unten in die Kommentare reinschreiben. Den Kanal abonnieren, bei Twitch vorbeischauen, montags, mittwochs und freitags wird hier live geangelt. Und dann sehen wir uns beim dicke Brocken kloppen. Haut rein, tschüss.